Stellen Sie sich mal vor, was in Deutschland passieren würde, wenn der Ölpreis bei 350 Dollar liegen würde. Das ist um und bei das Fünffache des derzeitigen Ölpreises. Das würde bedeuten, dass wir Preise an der Tankstelle für einen Liter Benzin, Superbenzin, etwa von 6 bis 8 Euro bezahlen müssten. Das würde bedeuten, viele könnten sich das Fahren schlichtweg nicht mehr leisten. Unternehmen, vor allem Transportunternehmen, hätten Riesenthemen, müssten die Preise massiv anheben. Es wäre Chaos, es würde kein anderes Thema in der medialen Öffentlichkeit geben. Genau das aber sehen wir derzeit auf einem anderen Markt, der nicht weniger wichtig ist als Öl, nämlich Gas. Denn 40% aller deutschen Haushalte heizen mit Gas. Das ist also ein Riesenthema. Und schauen wir uns mal hier diese Entwicklung an. EU-Gas massiv gestiegen in den letzten Tagen. Das würde einem Ölpreis, wie gesagt, von 350 Dollar entsprechen. Also absolut crazy, was hier passiert. Und all das ist von großer Relevanz schon deshalb, weil eben die Verbraucher hier massiv unter Druck kommen durch diese gestiegenen Gaspreise, vor allem aber auch die Unternehmen unter Druck kommen, nicht nur durch Gas, sondern auch durch Strompreise, dazu gleich mehr. Das heißt, hier die Kosten steigen immer weiter, die Unternehmen müssen diese Kosten weitergeben. Die Verbraucher sind ohnehin schon durch die persönlichen Kosten schwer gestresst. Jetzt muss die Notenbank dann darauf reagieren, denn Energie ist eben ein sehr wichtiger Bestandteil der Inflation. Also das ist jetzt eine wirklich Spitz-auf-Knopf-Geschichte. Es muss langsam etwas passieren, sonst werden die Dinge hier komplett aus dem Ruder laufen. Und dann bin ich gespannt, ob es in den Nachrichten noch viel andere Themen gibt als das. Nämlich, wir haben richtige Probleme. Wie sollen wir diese Probleme lösen? Hier sehen wir das nochmal. 48% der etwa 40,6 Millionen Wohnungen in Deutschland nutzen Erdgas als Energieträger. Also etwa knapp 20 Millionen Wohnungen. Dann kommt Heizen mit Heizöl. Das sind etwa ein Viertel, also 10 Millionen Wohnungen. Das heißt, wir sehen, dass eben Gas ein sehr zentraler Bestandteil ist von Wärme, von Heizung. Das, was wir jetzt hier im Winter so dringend brauchen, angesichts der kühlen Temperaturen. Dann nach Öl kommt die Fernwärme, aber das sind dann alle schon viel, viel kleinere Teile. Also Gas ist Nummer 1, Öl ist Nummer 2. Extrem wichtig also. Jetzt gucken wir mal, wie die Preise sich hier entwickelt haben. Wir sehen absolut neue Hochs hier bei den Gaspreisen, sichtbar im Dutch TTF Future, praktisch die europäische Benchmark am Future-Markt. Wir sehen verschiedene Gründe für eben diese massiv gestiegenen Gaspreise. Russland pumpt scheinbar nicht mehr Gas nach Deutschland, sondern lässt das Gas sozusagen wieder Richtung Osten fließen, das bereits in Deutschland angekommen war. Wir haben kaltes Wetter, wir haben Ausfälle von Atomreaktoren, dazu gleich mehr. Wir haben massiv niedrige Speicherkapazitäten und teilweise eben auch Probleme bei der Gasproduktion. Und Ähnliches sehen wir bei Strom. Hier gestern neue Rekorde wieder für Strom. One-Year-Forward-Preis in Deutschland 300 Euro ist dann sogar gestern Abend, dazu gleich mehr, auf 600 Euro gestiegen. In Frankreich sogar auf 1000 Euro. Also wir sehen, das sind Charts, die jeden Bitcoin, jeden GameStop-Fantasten letztendlich wirklich dem Neid ins Gesicht zaubern lassen. Das sind Fahnenstangencharts vom Allerfeinsten. Nur das Problem ist, hier haben wir eine fundamentale Unterfütterung dieser Fahnenstangencharts. Das ist genau das Problem. Hier sehen wir gestern etwa, 620 Euro war gestern Abend der Strompreis zu einer bestimmten Uhrzeit, irrsinnig wie hier getitelt wird, und das liegt vor allem eben an Ausfällen französischer Atommeiler. Wir sehen 17 Ausfälle hier in letzter Zeit, Cattenom, vor allem dann Dampierre, Gravelines, Baluel, also das sind alles wichtige Reaktoren in Frankreich, wo ganze Blöcke ausgefallen sind. Warum, kann ich jetzt nicht beurteilen. Jedenfalls ist das Problem eben, dass wir hier in Deutschland etwa die Gesamtproduktion von erneuerbaren Energien im November rückläufig hatten. Das heißt, diese erneuerbaren Energien, die reichen eben nicht, wenn die Sonne nicht scheint, wenn vor allem der Wind nicht weht, dann reicht das nicht.
dann brauchen wir eben andere Energieträger, meistens eben nicht politisch gewollte Energieträger wie Atomstrom, den wir dann aus Frankreich importieren, oder eben Kohlestrom, den wir aus Polen, aus Tschechien importieren, politisch nicht gewollt, aber geht halt nicht anders. Und gestern hatte ich eine Diskussion im Radio gehört, wo man sagte, ja, Atom ist ja praktisch hochgradig abhängig von Subventionen, ist überhaupt nicht rentabel. Stimmt, gar keine Frage. Das Problem ist nur, dass eben die alternativen Energieträger oft nicht funktionieren und du dann irgendein Backup-System brauchst. Das ist die große Geschichte. Und wie wir hier an diesen Preisentwicklungen sehen, haben wir diese Backup-Systeme nicht mehr. Drei Atomkraftwerke wurden jetzt zum Ende des Jahres abgeschaltet oder werden zum Ende des Jahres abgeschaltet, darunter Brockdorf hier bei Hamburg und die drei dann im nächsten Jahr. Und dann wird die Lage noch lustiger. Also hier muss etwas passieren. Das ist in jeder Hinsicht bedeutsam. Wir wollen alle im Winter nicht frieren. Wir wollen letztendlich Strom verbrauchen, wenn auch möglichst effizient und möglichst wenig. Es muss etwas passieren. Das werden massive Auswirkungen sein, die sich hier andeuten. Ein Wunder, dass die Medien kaum oder relativ wenig darüber berichten. Jetzt kommen wir zu einem damit verwandten Thema. Das sind die Lieferengpässe, Materialmangel. Jetzt hat zum Beispiel McDonald's Pommes frites rationiert in seinen Restaurants in Japan, weil man zu wenig Kartoffeln hat. Shit happens. Dann sehen wir das jetzt zum Beispiel in Disneyland in Tokio, werden derzeit keine Luftballons mehr verkauft, weil man zu wenig Helium hat. Jetzt wird heute Joe Biden übrigens eine Rede halten über Supply Chain Disruptions, also über diese Lieferengpässe, über diesen dadurch bedingten Materialmangel und Lieferprobleme auch im deutschen Einzelhandel. Nach wie vor ein Thema, sogar ein schlimmeres Thema als zuvor. Hier schreibt IFO, Lieferprobleme im Einzelhandel haben sich nochmals deutlich verschärft. 81,6% der Einzelhändler klagen im Dezember, dass nicht alle bestellten Waren geliefert werden können. Im November waren es noch 77,8%. Und wir sehen vor allem elektronische Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Baumärkte, Fahrräder, Möbel, Kfz, Computer etc., Spielwaren, Bekleidung etc. etc. Also das sind die Probleme, die wir haben. Hier in Deutschland und Besserung noch nicht in Sicht, auch wenn oft behauptet. Gucken wir jetzt mal auf something completely different. Kommen wir zu den Markets. Gestern Goldman Sachs hat hier geschrieben, die US-Aktien sind gestern definitiv höher geschossen, ohne irgendeinen nachvollziehbaren Grund. Richtig, das ist der absolute Fall. Ich hatte gestern schon darauf hingewiesen, es war eine Mischung aus gehaltenen Unterstützungen, positiven Divergenzen bei Indikatoren und vor allem Positionierungen, die sehr defensiv, die sehr absichernd gewesen sind. Da haben viele eben Absicherungspositionen, Hedges reingezogen, die dann überflüssig wurden. Es gab ein sehr pessimistisches Sentiment. Nomura hat das benannt als die Monetarisierung von Hedges. Also man hat diese Hedges faktisch aufgelöst, hat vorher sich komplett enthebelt. Das heißt, da waren viele auf der Longseite gehebelt. Das konnte dann rückgängig gemacht werden oder wurde rückgängig gemacht, nachdem die Märkte eben turbulent waren. Und jetzt konnte man wieder reinspringen. Der Dow Jones gestern 560 Punkte mit Plus, Omikron triggered three-day slide, also davor ging es drei Tage nach unten, drei Handelstage wegen Omikron. Gestern dagegen war die Nachrichtenlage in Sachen Omikron eigentlich noch viel schlechter als davor. Die Märkte sind trotzdem gestiegen. Who cares? Das ist eben das Ding. Dow Jones 1,6%, S&P 1,78%, Nasdaq 2,4%. Und wenn wir uns mal anschauen, was da besonders gestiegen ist, dann war es Energie, Technologie, Finanzwerte, Industrials, Materials, also diese Reopening-Stories. Dagegen die defensiven Sektoren, Healthcare, Consumer Staples and Utilities, also Versorger, ganz unten. Also das ist eine typische Reopening-Rally, wie sie im Buche steht und das bei dieser Nachrichtenlage, die von Teil-Lockdowns gespickt war gestern wegen Omikron. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Wir sehen auch, dass das Volumen gestern ziemlich mau war. Hier etwa beim Spider, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Wir hatten jetzt eigentlich seit dem 15.12. immer mindestens 100 Millionen Kontrakte, gestern nur 68 Millionen Kontrakte, also Anstieg, allerdings unter relativ dünnem Volumen. Und vor allem, was interessant ist,
Die Volatilität geht immer weiter nach oben im Dezember. Normalerweise ist das jahreszeitlich saisonal eine Zeit geringer Volatilität. Hier sehen Sie das vielleicht in dieser Grafik. Normal geht die Vola jetzt nach unten. Dieses Jahr geht die Vola deutlich nach oben, sodass wir jetzt einen der volatilsten Dezember der letzten Jahrzehnte erleben. Nämlich seit 1953 gab es nur 5 Jahre, die ähnlich volatil waren im Dezember. Das waren 1973, 78, 85, 1995 und 2018. 2018 war ja der Xiaomi mit seiner Bilanz auf Reduzierung auf Autopilot. Die Märkte, der meint's ernst, wir verkaufen 20% abverkauft, dann Xiaomi, ich hab's nicht so gemeint, das war ein Versprecher. Das passiert einmal, gell? Also ihr könnt jetzt wieder 40% steigen, nachdem ihr 20% gefallen wart. Dezember ist jetzt der volatilste Monat des ganzen Jahres bisher. Es ist normal eigentlich der Monat in dem Jahr, der am wenigsten volatil ist, wie hier diese Grafik von Bespoke zeigt. Also sehr ungewöhnlich, nicht gerade so richtig astreiner Bullenmarkt, wenn Sie mich fragen, trotz des gestrigen Anstiegs. Das ist eben jetzt eine technische Bewegung gewesen, eine Bewegung gewesen, die fundamental nicht gerechtfertigt ist. Aber sei es drum, was ist fundamental schon gerechtfertigt? Hier sehen wir mal diese technische Ausgangslage. Wir hatten positive Divergenz RSI unten, positive Divergenz bei der Stochastik. Jetzt sind wir da jedoch schon wieder ziemlich am Anschlag. Also es wird heute ein bisschen schwierig, vor allem für den Nasdaq, vor allem für die Aktienmärkte insgesamt, also vor allem für Tech-Werte dürfte es heute schwieriger werden, die gestern ja am stärksten haben profitieren können. Jetzt gibt es neue spektakuläre Dinge aus der US-Armee, die uns ja alle retten wird. Das war schon immer so. Sie kennen ja vielleicht den Film Independence Day, der so ziemlich jedes amerikanische Klischee über sich selbst hier zur Darstellung bringt. Da ist es auch natürlich die Armee, die alles rettet. Hier hat man jetzt offenkundig, ist man dabei, einen Impfstoff zu entwickeln, der gegen alle Corona-Varianten hilft und SARS auch, also wahrscheinlich hilft er gegen alles. Ne? Da muss ja erst eine Krankheit erfunden werden, gegen die dieser Impfstoff jetzt nicht helfen würde. Ne? Das ist der Amerikaner. Sehr, sehr, sehr schlau, der Amerikaner. Man nutzt hier offenkundig bestimmte riesengroße Proteine, die eben letztendlich Corona hier besiegen. In Sachen Corona übrigens, Israel bietet jetzt schon die 4. Impfung für Menschen über 60 an. Also das wird auch auf uns zukommen. Es gibt nach wie vor eine sich widersprechende Nachrichtenlage in Sachen Omikron. Pantheon, ein Analysehaus, sagt also hier die Belegung von Intensivbetten ist deutlich kürzer, das heißt, selbst wenn die Leute auf Intensivstation kommen, dann sind sie schneller wieder raus, versterben auch weniger. Dagegen sagt jetzt hier eine Studie, dass es keine Evidenz gibt, dass Omikron weniger gefährlich sei als Delta. Und das ist ja bisher eigentlich Common Sense. Ja, Omikron extrem ansteckend, aber eben weniger gefährlich. Das ist eben jetzt die Frage, ob das so ist. Nach wie vor eine gewisse Unklarheit. Unklarheit auch in Sachen China. Hier gab es jetzt offenkundig Gerüchte, dass ein Notenbanker selber ein paar hunderttausende Geldscheine gedruckt hat. Warum nicht, gell? Aber diese Gerüchte seien falsch, wie die Global Times hier behauptet. Der hätte also nur 313 Milliarden Yuan gedruckt, aber das stimmt genau nicht, gell? Also diese Summe von 313 ist frei erfunden, ne? Da ist nichts dran. Peking hat jetzt übrigens 200 Millionen Dollar Steuernachzahlung für einen weiblichen Social Media Star jetzt verhängt. Also hier wieder diese Common Prosperity, nehmt den Reichen, schüchtert sie ein, zeigt, dass sie hier nichts Besonderes sind, macht ihnen Angst. Genau das passiert jetzt. China hat jetzt übrigens auch einige offizielle, nämlich 4 Stück US-Offizielle sanktioniert. Das sind allerdings Personen aus der 7. bis 23. Reihe von hinten. Also da ist nur Symbolpolitik der Fall. Jetzt kommen wir zu meinem viertbesten Freund Marcello Frascherino, der ja leider nicht Bundesbankchef geworden ist. Knapp vorbei ist auch daneben. Jedenfalls hier Marcel Fratscher mit einem Artikel in der Bild. Passend. Nullzins bedeutet schleichende Ereignung, ist populistischer Unsinn.
Der Marcello, niemand hat einen Anspruch auf positive Zinsen. Es ist kein Bruch irgendeines Vertrages. Der Zins ist vor allem das Resultat von Sparen und Schulden, Angebot und Nachfrage. Ja, sicher, Marcello, gell? Dass wir Nullzinsen haben, das ist ja Frage von Angebot und Nachfrage, gell? Von Sparen und Schulden. Also der Marcello, der ist nach wie vor, wie soll man sagen, er hat eine leichte Tendenz zur Verwirrung, gell? Also das hat ja, der Zins hat mit Notenbanken nichts zu tun, gell? Und auch nicht mit der Politik der Notenbanken, das ist, ne? Also da müsst ihr mal an Marcello fragen, der weiß genau, was Sache ist. Apropos, wenn wir uns diese Schulden mal anschauen, diese Anleihen, dann sehen wir etwa 50 Billionen an Bonds. Volumen, das ist sozusagen das, was derzeit draußen ist, 50 Billionen, nicht schlecht. Und jedenfalls sehen wir, dass der durchschnittliche Zins bei unter 1% liegt da. Und da müsste man also ganz schön viel weginflationieren. Und der Marcello hat da vielleicht schon gute Ideen, wie man das machen könnte. Wenn wir uns mal das Gesamtinvestmentspektrum anschauen, dann sehen wir, dass Aktien etwa 39,8% ausmachen. Government Bonds, also praktisch Staatsanleihen, 25%. Investment Grade sind dann nochmal 16%. Dann gibt es Emerging Debt, ist noch ein bisschen was, High Yield ist noch ein bisschen was, Inflation-Linked Bonds, also praktisch inflationsgeschützte Anleihen, Krypto, allein Apple macht 1,8% des globalen Anlagespektrums aus. Jupp, das nur mal hier in Real Estate 4,4%, also das nur mal so eine kleine Einordnung. Und jetzt nochmal in Sachen Energiekrise zum Gaspreis, da sehen wir diese Eskalation, 60% Anstieg in 12 Tagen. Bisher ist nichts irgendwie passiert. Die Politik hat sich mal hingesetzt und auf europäischer Basis gesagt, ja, da müssen wir was machen. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Die Preise eskalieren weiter. Und wenn da nicht bald etwas passiert und diese Entwicklung noch radikaler weitergehen sollte, dann wird es richtig eng. Dann bin ich mal gespannt, was hier passieren wird. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Tag und verlinke diesen Artikel, der so ein bisschen einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Energiekrise wirft, unter dem Video. Wir sehen uns heute Abend zu dem Marktgeflüster. Ich sage Servus und Ciao.